Ja, mein Lieben, ich habe gerade mal kurz eine Pause gemacht und habe nur mal kurz überprüft, ob alles in Ordnung ist, aber da hat Action mal wieder missgebaut. Jetzt die letzten Parts, also der Anfang von der Aufnahme, war alles noch in Ordnung. Dann war ja die kleine Panne mit dem einen Engel- und Fledermaus-Puzzle-Rätsel. Und jetzt die kompletten letzten 3 oder 4 Folgen konnte man meine Stimme nicht hören. Yay, toll, Action, ich liebe dich. Ich hoffe, dass man mich jetzt versteht. Also Action macht ja doch noch ein bisschen Schwierigkeiten. Das gefällt mir nicht. Okay, jetzt machen wir erstmal wieder ein Wimmelbild. Ich hoffe, dass man mich jetzt wieder hört. Ansonsten tick ich aus. Ein Pfeil, eine Fledermaus und ein Eimer. Da haben wir schon mal den Pfeil. Eine Fledermaus. Na, wo haben wir dich denn? Du bist doch bestimmt irgendwo oben und baumelst. Oder auch nicht. Und ein Eimer, der ist hier. Eine Kaffeemühle, getrocknete Kräuter und ein Kessel. Da sind die getrockneten Kräuter. Eine Kaffeemühle. Ah, da ist bestimmt so eine ältere Kaffeemühle gemeint, nämlich die hier, genau. Und ein Kessel. Da. So, ein Schlüssel, eine Machete und ein Nest. Da haben wir die Machete. Ein Schlüssel. Oh Gott. Und ein Nest. Da haben wir das Nest. Aber wo der Schlüssel jetzt ist, keine Ahnung. Eine Chilischote, eine Waage und eine Sanduhr. Da haben wir die Chilischoten, da haben wir die Waage und eine Sanduhr. Die ist da. Eine Fledermaus und ein Schlüssel. Ah ja, da hängt der Schlüssel und... Ah, die Fledermaus ist hier eingezeichnet, deswegen konnte ich sie nicht direkt sehen. Und bekommen den zweiten Schlüssel, den wir bestimmt bei der Schuppe hier brauchen. Jawohl. Ui, getrocknetes Fleisch und eine Machete und ein viereckiges Objekt. 1 von 4. Immer noch kein Teil des Grabeingangs. Okay, 1 von 3. Schön. Look, a Jaguar. Oh, Jaguar. The great hunter is afraid of cats. Coward. Let go of Igor. Bist du bekloppt? Don't approach it, Igor. The cat would make mincemeat of you. Ja, eben. But let him then. For once he takes initiative. Enough is enough. Your bickering annoys me. Ja, dann füttern wir mal das Kätzchen. Und jetzt ist die Szene hier abgeschlossen. Sehr gut. A Mayan City. Ah ja, da sind wir in der Maya-Stadt jetzt angekommen. It is abandoned? Yes. The Maya civilization reached its peak several centuries ago, before disappearing completely during the Spanish conquest. Okay. Erstmal wieder ein bisschen Blut einkassieren. Da haben wir noch einen viereckigen Stein. Und dann haben wir noch einen Teil des Schildes. Jetzt fehlen uns nur 8 Stücke. Und da brauchen wir bestimmt die Stärke. Jo. 1 von 2 Sonnenscheiben. Oh, eine Anaconda. Hi. Brauchen wir da jetzt Telekinese? Ja. Jetzt fehlt uns nur ein Teil vom Grabeingang. Teil der Tiertafel. Okay. 1 von 3. Okay. Ah. Da brauchen wir bestimmt die Telekinese wieder.
Jo. Noch 7 Teile. Und dann machen wir jetzt mal das Wimmelbild. Ein Blasrohr, eine Zikade und Münzen. Da haben wir das Blasrohr, da haben wir die Zikade. Und jetzt fehlen uns Münzen. Die hier sind. Eine Machete, ein Schwert und eine Schlange. Da haben wir schon mal die Schlange, da haben wir das Schwert. Jetzt fehlt nur noch die Machete, die hier ist. Die auch ein bisschen mit Blut bedeckt ist. Ein Papagei, ein Band und ein Rubin. Da haben wir den Papagei. Da haben wir das Band. Und jetzt fehlt uns noch ein Rubin, der im Auge des Totenkopfs drin ist. Eine Axt, eine Sonne und ein Pfeil. Da ist der Pfeil. Da ist die Sonne. Und jetzt fehlt uns eine Axt. Na, wo haben wir denn die Axt? Die ist gut versteckt. Ja, suche ich jetzt mal was anderes. Eine Sonnenuhr, eine Schüssel und eine Schnecke. Da haben wir die Sonnenuhr. Da haben wir die Schüssel. Und jetzt fehlt uns noch eine Schnecke und eine Axt. Da unten haben wir die Schnecke. Und jetzt brauchen wir nur noch die Axt. Ne, das ist eine helle Bade, beziehungsweise eine Pike. Na, wo haben wir dich denn jetzt, Axt? Wo bist du? Die ist ziemlich gut versteckt. Auf jeden Fall. Hä, das war doch die Axt? Okay, sah für mich aus wie eine Pike, beziehungsweise eine Lanze, aber okay, gut. Und da haben wir... Blasrohr mit Dartpfeil. Brauchen wir bestimmt für die Anaconda, ne? Jawohl. Und da haben wir das letzte Teil des Grabeingangs. Sehr gut. Was? Grab des Königs. Ui. Da haben wir jetzt mal wieder ein bisschen Blut. Und da brauchen wir die Teile. Gut. Okay. Lege alle Spielsteine korrekt auf dem Feld ab. Okay, ja, hier heißt es eigentlich auch nur ein bisschen herumexperimentieren. Aber ich versuche jetzt mal so die Ecken zu machen. Dann hat man es nämlich ein bisschen leichter. Auf jeden Fall. So. Jetzt überlege ich. Wo könnte das Stück jetzt hin? Ich packe das erstmal hier. Na, hier erstmal hin. Das packe ich erstmal so hin. Ja, und dann packe ich das dorthin und dann habe ich es auch. Sehr gut. Na, man sollte auch treffen. So. Ja, so schwer war es ja nicht. Und jetzt gehen wir in die Grabkammer. There are no graves or rats. Oder halt in die Grabstätte. Look at this mural. It depicts Quetzalcoatl, the feathered serpent. In pre-Columbia culture, this god protects the gravesites of noble Maya. Okay, wenn du sagst. Da haben wir noch ein weiteres Teil. Da haben wir auch noch ein weiteres Teil vom Schild. Und sonst können wir hier erstmal nichts machen, glaube ich, oder? Mosaik, da fehlt uns noch ein Stück. Achso, nee. Also müssen wir doch hier irgendwie noch was machen. Aber ich sehe jetzt hier nicht. Ja, das Spiel will, dass ich da die Stücke da schon einsetze. Ach, hier ist noch was. Okay, die Zähne ist abgeschossen. Okay, gut. Ja, okay, jetzt kann ich das hier auch machen. Okay. B.
Bilde das rechts abgebildete Muster nach. Ein Viereck kann nicht bewegt werden, wenn es nicht mit anderen Vierecken verbunden ist. Okay. Gut. Ach so, muss ich das machen, okay. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. So. Und so. Nee, komm. Dann soll's nach oben. So. So, jetzt versuche ich erstmal den oberen Teil am besten mal ein bisschen zu machen. Na, sieht doch schon mal ein bisschen vernünftig aus, auf jeden Fall. Und das war's. Süppi. Ja, das ging ja noch. Oh, da passiert was. Two graves. One of them is the local ruler. The second should be that of the knight we're looking for. But weren't they enemies? Yes, but on rare occasions, Mayan dignitaries shared their eternal rest with their enemy, showing that they were brave and respected. Apparently, Diego Nicoeza was considered such an adversary. Okay, gut. Ba-ba-ba-ba-ba-bam. Da ist noch ein Teil. Oh, hallo. Master, the tomb is closing. Ganz gut. Your trip ends here. You should thank me. Sharing the tomb of a king is a rare privilege. Imagine the amazement of archaeologists when they find your body in a few centuries. Wieder eine weitere Dienerin der Vampirkönigin. No, wait! Farewell. My only regret is that I'll miss the massacre that will take place here when the Count gets hungry. Na warte. Wir werden uns rächen, wenn wir uns sehen. Trapped, just like rabbits. What do you know about the Mayan burial sites, Doctor? Is there a back door? Like the Egyptian pharaohs, the Maya were convinced that their souls would travel after death to the spirit realm. A passage for the occasion should be hidden somewhere. It is our only chance to get out of here. Okay. So, jetzt haben wir zumindest alle drei Teile der Tiertafel, die wir bestimmt hier benötigen. Genau. So, klicke auf die Teile des Mosaiks, um das vollständige Bild wiederherzustellen. Es gibt nur eine richtige Lösung und ich weiß sie noch, weil ich ja vor, ja okay, vor knapp 2-3 Jahren auch das EP mir angeschaut habe beim Chronicles of Games. Und zwar, hier soll nämlich ein Varan zusammengebastelt werden, das weiß ich nämlich noch. Genau. Oder eine Echse oder was auch immer das ist. Ach, da war es doch gerade. Achso, das ist das. Okay, gut. Irgendwas ist hier noch falsch. Ach, hier. Und doch hier. Okay, jetzt. Genau. Sehr schön. Und dann wird die Hintertür. The corruption is spreading across the city. We must hurry. Return to the tomb. No, wait. The Queen's minion is still here. I want to see fear in her eyes when I plant my fangs into her neck. Yes, Master. Make them regret having tried trapping Igor in the tomb. You? But how?
You are not actually able to stop the Prince of Darkness, are you? At best, you can but delay the end. I love this mix of naivety and arrogance among women. Come, come enjoy the kiss of the vampire. Genau, jetzt bist du fällig. Clever Dracula, you've beaten me. I will die, but only after I kill you. Ach ja, wie willst du das machen? Ein Sechseck. Eins von drei. So, erstmal brauchen wir ein bisschen Blut. Dann brauchen wir hier die... Nein, brauchen wir diesmal keine Telekinese. Achso, die Stärke, okay. Und jetzt fehlen uns nur fünf Teile. Sehr schön. Dann haben wir noch ein bisschen Blut. Und jetzt beißen wir die Frau gleich.